Und was, wenn wir deine schwachen Hände durch Eisenklauen ergänzen, deine brüchigen Knochen durch mächtigen Stahl? Ein weiterer Augenloser schwingt eine Sichel, die so groß ist wie du selbst. A part of ourselves was cut away. Ein Teil von uns wurde weggeschnitten, Talisa. And we were made to betray something we cherish. Und man hat uns dazu gebracht, etwas zu verraten, das wir lieben. Du spürst ihre bitteren Qualen wie einen Hammerschlag. Was war das? The bedrock of civilization. Das Fundament der Zivilisation. Plötzlich greifen sie das Eis unter sich an. Sie zerschmettern und zertrümmern es mit mächtigen Hieben ihrer eisigen Arme. Wo das Eis zerbricht, erheben sich antike Türme, die den blauen Himmel und die weißen Gipfel verdecken. Was ist das? Each culture builds on the bones of the last. Yet many only look up at where they would go, never down at the foundations that bear them. Jede Kultur baut auf den Gebeinen der Vorigen auf, doch viele blicken nur nach oben, wohin sie streben, niemals nach unten auf das Fundament, das sie trägt. Like a mason who builds a listing tower. Wie ein Steinmetz, der einen schiefen Turm baut. Die verbleibende Eisschicht knackt und krächzt. What peril do they inflict on their progeny? And what dishonor on their forebears? Welche Gefahren bringen sie über ihre Nachfahren und welche Unehrenhaftigkeit über ihre Vorväter? Du hörst das Stöhnen bröckelnder Steine in der Stimme der Augenlosen. An argument I've had with the Lore College. Now I have divine counsel in my favor and I can hardly present it as evidence. How frustrating. Eine Diskussion, die ich auch mit der Sagenakademie geführt habe. Nun habe ich göttlichen Rat auf meiner Seite und kann ihn kaum als Beweis vorlegen. Wie frustrierend, das sagt Kanna. Wenn Erinnerungen verraten werden, verärgert euch das sehr. Ihr haltet es für unklug, die Vergangenheit zu vergessen. It is unwise to douse a lamp in darkness, to cut the legs from a table. This forgetting is suicide, heresy. Es ist unklug, in der Dunkelheit eine Lampe zu löschen, einem Tisch die Beine abzuschneiden. Dieses Vergessen ist Selbstmordkitzerei. Every advance in the crafts and institutions of Kith was forged by skill and sacrifice. Jeder Fortschritt im Handwerk und in den Institutionen der Gestandenen wurde durch Fähigkeit und Opfer erreicht. Du spürst diese Worte und den Zorn dahinter in deinen Knochen. A people cut off from their history will wither, and they deserve no less. Ein Volk, das von seiner Geschichte abgeschnitten ist, wird dahinsiechen und es hat es verdient. Ich stimme zu. Nein, sie werden die Freiheit haben, ihren eigenen Pfad zu wählen. Was schlagt ihr also vor? Pull the blinders from the eyes of gods and Kith. Die Scheuklappen vor den Augen von Göttern und Gestandenen zu öffnen. That is why we must return to ourselves and restore Abaddon. Deswegen müssen wir zu uns selbst zurückkehren und Abaddon wiederherstellen. Was meint ihr damit, zu euch selbst zurückkehren? Vielleicht war Abaddon dazu bestimmt, seine Vergangenheit zu vergessen. Manches Wissen ist zu gefährlich für diese Welt. Ihr scheint zu glauben, dass die Geschichte ein Wegweiser wäre. Sie gibt aber nicht immer ein gutes Vorbild ab. Die Erinnerung bleibt eine Last, selbst wenn die Ereignisse und Menschen, an die sie zurückbesinnt, längst fort sind. Es sind Schmerzen ohne Zweck. Gut, kehrt zu euch selbst zurück und seid wieder der Gott der Bewahrung. Genug, ihr dürft Abaddons Erinnerung und seine Herrschaft über die Bewahrung nicht wiederherstellen. Nehmen wir mal die Eins. When Ioni Brotha fell, Abaddon lost much. His will to preserve. The memory of how and why he died. Als Ioni Bartha gefallen ist, hat Abaddon viel verloren, seinen eigenen Willen zu bewahren, die Erinnerung daran, wie und warum er gestorben ist. But he built us with fragments of his own soul. In returning, we can restore what was taken from him. Aber er hat uns mit Fragmenten seiner eigenen Seele gebaut. Durch die Rückkehr können wir wiederherstellen, was ihm genommen wurde. Nehmen wir mal die drei mit dem Wegweiser. Then do not look to it for one. Dann suche nicht in ihr nach einem solchen. History is not a moral force, but a set of facts. These facts show Kith where they have come from and how to move forward. Die Geschichte ist keine moralische Kraft, sondern eine Reihe von Tatsachen. Diese Tatsachen zeigen den Gestanden, woher sie kommen und wie sie voranschreiten müssen. Die Bakun waren besessen von der Vergangenheit. Sie sind in der Festung gestorben, die sie errichtet hatten, um die Vergangenheit zu ehren. And their brethren have built a culture that stretches across Aeora. All because they recognize the importance of their shared legacy. Und ihre Brüder haben eine Kultur aufgebaut, die sich über ganze Aeora erstreckt. Alles nur, weil sie die Bedeutung ihres gemeinsamen Vermächtnisses kennen.
Und doch hätten die Pagoden von Durgans Batterie mehr bauen können, wenn sie diese Besessenheit mit ihrem Vermächtnis aufgegeben hätten und nach Osten gezogen wären. Und bevor ihr sie getötet habt, haben sie sich im Streit über die Bedeutung dieses Vermächtnisses fast selbst ausgelöscht. Dieses Vermächtnis ist nur ein theoretisches Konstrukt. Wir dürfen es nicht über das Leben und das Wohlergehen von Gestandenen stellen. Nehmen wir mal das erste. To what exactly? A war with the peoples there? A deadly blight or crippling disease? Und was hätten sie vorgefunden? Einen Krieg mit den Völkern dort? Eine tödliche Seuche oder lebende Krankheit? The future you would have given them is uncertain. Yet it would have bequeathed Kith nothing so great as Durgan Steel. Die Zukunft, die du ihnen gegeben hättest, ist unsicher, doch sie hätte den Gestandenen nichts so Großartiges wie Durganstahl vermacht. Die Dürrwälder und Glafontan haben zwei Kriege ausgetragen und sind immer noch nicht vorangeschritten. But the memory of those wars has likely saved them from another now, when it would shatter a barren Deerwood. Aber die Erinnerung an diese Kriege hat sie vermutlich vor einem weiteren Krieg bewahrt, der einen öden Dürrwald heute wohl vernichtet hätte. Das will nicht viel heißen. Es wäre besser, wenn die zwei Nationen zu einer starken Übereinkunft fänden. Jetzt sprecht ihr von einer hypothetischen Zukunft, um euer Argument zu unterstreichen. Nehmen wir mal das. Yet it is one their history bears out. They fought over beliefs and territory. Aber eine, die von der Geschichte belegt ist. Sie haben gekämpft wegen Glaubensfragen und um Gebiet. It is only the memory of pain and loss that prevents them from taking up arms again. Es ist nur die Erinnerung an Schmerz und Verlust, die sie daran hindert, wieder zu den Waffen zu greifen. Stalwart und der Eisenfegel blieben selbst angesichts einer größeren Bedrohung entzweit, als nur wegen ihrer Geschichte. The problem is not that they remember too much of their history, but rather too little. Das Problem ist nicht, dass sie sich an zu viel ihrer Geschichte erinnern, sondern an zu wenig. Das Eis unter deinen Füßen wird plötzlich durchsichtig. Zwischen deinen Stiefeln siehst du einen Ozean, der Edyr und den östlichen Abschnitt voneinander trennt. Raid Sarens und Deerwoodens alike began as pioneers from Adir. They all came seeking opportunity. Sowohl die Raid Seraner als auch die Deerwälder begannen als Pioniere aus Edyr. Sie alle kamen auf der Suche nach einem besseren Leben. Boote so klein wie Ameisen kriechen über das glasige Blau. Were they to look farther back, they would see their common origins and desires. Würden sie weiter zurückblicken, würden sie ihre gemeinsamen Ursprünge und Begierden sehen. Das Eis wird wieder trüb und dick. Aber wie man die Geschichte erlebt, ist subjektiv. Man erinnert sich daran, was sich unmittelbar und persönlich anfühlt. So wie ihr euch an euren eigenen Verrat erinnert. Das würde nichts daran ändern, dass sie jetzt unterschiedliche Dinge wollen. Eine gemeinsame Geschichte wiegt nie mehr als aktuelle Zustände. Umstände. How little you have learned. Wie wenig du gelernt hast. Both want protection from further war. The chance to rebuild their fractured nations. Beide wollen Schutz vor einem weiteren Krieg, die Chance, ihre zersplitterten Nationen wieder aufzubauen. And if they could see beyond the last 15 years, they might realize as much. Und wenn sie mehr sehen könnten als nur die letzten 15 Jahre, würden sie das vielleicht erkennen. And we have listened. Ich habe meinen Standpunkt dargelegt und wir haben zugehört. Vielleicht war Abidon dazu bestimmt, seine Vergangenheit zu vergessen. Manches Wissen ist gefährlich für diese Welt. Etwas steigt knarrend und grollend aus dem Brustkörben der Augenlosen auf. Sie lachen. A facile argument. One that defends stasis, not progress. Ein stark vereinfachtes Argument. Es verteidigt den Stillstand, nicht den Fortschritt. Ondra hat gesagt, dass Abidons Erinnerung den Frieden zwischen den Göttern gefährden würde. Nehmen wir mal wirklich das. Alof, du warst Teil des blinden Schlüssels. Du verstehst doch gewiss, warum manche Geheimnisse gewahrt werden müssen. I thought I did. But who would hold the leaden key accountable? Alof, das dachte ich, aber wer würde schon den blinden Schlüssel zur Rechenschaft ziehen? We cannot defend the intentions of a group that kills to hide secrets. Wir können nicht die Absichten einer Gruppe verteidigen, die tötet, um Geheimnisse zu wahren. And to what end? To defend the gods or themselves? More and more these days I wonder. Alof, und zu welchem Zweck? Um die Götter zu verteidigen oder sich selbst? Ich frage mich das immer mehr. Ondra hat gesagt, ja, das mit dem Krieg. Just as fire clears dead wood from a forest, struggle makes way for new developments. Wie das Feuer totes Holz aus einem Wald beseitigt, so machen Kampf und Mühe Platz für neue Entwicklungen. Flammen rollen über das Eis. Als sie erlöschen, schmelzen ganze Klumpen der Eisoberfläche. Die Türme erheben sich noch höher. Conflict is part of progress. Peace and ignorance is not worth keeping.
Konflikte sind Teil des Fortschritts. Ein Frieden in Ignoranz ist es nicht wert, bewahrt zu werden. Die Besinnung hat keine Fortschritte gemacht. Ist aber verantwortlich für Wichte und Belrach und den Belrach-Zwischenfall und den Betrug am verzweifelten Familien. And yet you persuaded the Duke to allow Animancy to continue unfettered. Touché. Und doch hast du den Duke überredet, die uneingeschränkte Fortführung der Besinnung zu erlauben. Do not condemn knowledge when it becomes inconvenient for you. Verurteile nicht das Wissen, wenn es dir gerade ungelegen kommt. Ich habe meine Meinung gesagt. We have listened. Und wir haben zugehört. Die Erinnerung bleibt eine Last, selbst wenn die Ereignisse und Menschen, an die sie sich zurück sind, längst fort ist. Es sind Schmerzen ohne Zweck. The burdens strengthen the bearer, and they warn against repeated mistakes. Why would you discard them so hastily? Das stärkt ihren Träger und sie warnt vor wiederholten Fehlern. Warum verwirfst du sie so leichtfertig? Ich bin erweckt. Ich werde von Fragen aus einem früheren Leben gequält. A rare opportunity, for you have the chance to answer them, to do things left undone. Eine seltene Gelegenheit, denn du hast die Gelegenheit, sie zu beantworten, Dinge zu tun, die bisher ungetan geblieben sind. Die Kreaturen heben ihre missgebildeten Arme und die Stimme der Seelen ist so tief und melodisch wie die Glocke. Manchmal ist Weitermachen der einzige Weg vorwärts. In der Vergangenheit festzuhängen ist kein Fortschritt. That presumes that some questions cannot be resolved. Das geht von der Annahme, dass einige Fragen nicht gelöst werden können. Die Seelen denken darüber nach. Yet such destructive memories are rare. Surely others are strengthened by retrospection. Doch solch zerstörerische Erinnerungen sind selten. Gewiss werden andere von dem Blick zurückgestärkt, selbst im Schmerz. Ich habe meine Meinung gesagt. Also ich bin ehrlich dafür, auch weil ich Abaddon irgendwie mag, jedenfalls den Alten. Deswegen sage ich, gut, kehrt zu euch selbst zurück und seid wieder der Gott der Bewahrung. We shall see this world and its people restored. Wir werden dafür sorgen, dass diese Welt und ihre Bewohner wiederhergestellt werden. Ein mächtiger Wind drückt dir in den Rücken. Deine Ohren verschließt sich unter einem gewaltigen Druck und einen Augenblick lang hast du das Gefühl, als würde alle Luft aus dem Himmel gesaugt werden. Plötzlich endet das Gefühl und du stehst im Schnee und blickst auf Charons Narbe. The Iris disappeared beneath the lake, their bond to Andra finally severed. With this threat ended, hope returned to the White March. Hunters returned to the wildernesses and travelers to the roads. Tales of the Watcher's bravery replaced stories of monsters in the woods. The villagers of Stalwart busied their hands with work and their tongues with song, eager to seize on the promise of peace. Ja, wir haben Frieden gebracht. Abaddon's Hammer. Gewehrtring der antiken Esse, Genauigkeit, Abaddon's Macht, Echo des Schöpfers. Aber den anderen Effekt, Augenlose zu zerstören, hat's verloren. Und Geld. Ja, hier ist jetzt alles unter Wasser. Damit haben wir die steigende Flut. Die vergessene Armee abgeschlossen. Also die Horde des Augenlosen. Du hast den Kristall im Zentrum des Fragments von Ionibata erreicht und mit Abaddon's Hammer dagegen geschlagen. Ich bin aus dem Versteck der Augenlosen entkommen. Als sie starben, verließen ihre Seelen ihre Körper. Ich konnte mit ihnen sprechen. Sie sind Fragmente der Seele von Abaddon selbst. Ich habe entschieden, sie zu ihrem Meister zurückkehren zu lassen, auf dass er sich an die Vergangenheit erinnere und daran, dass er einst der Gott der Bewahrung war. Tja. Und damit kehren wir jetzt erstmal nach Stalwart zurück. Dort speichern wir und machen einen Cut.
So, das heißt, hier speichern. Das ist jetzt Let's Play 55. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich nur noch Aufräumarbeit vor uns. Und ja. Dann das große Finale. Also viel haben wir nicht mehr. Aber jetzt gibt es erstmal einen Cut. Bis gleich.